Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Luci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Nein, Harvey ist mein bester Freund. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, das will ich. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst, halte dich fest. Okay. Tempomorphe. Hi, ich bin Edna. Das ist also die Vergangenheit? Ja. Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Cool. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred. Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Los! Ja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Dann los. Lass mich bitte anfangen. Okay. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Okay. Jo. Einverstanden. Einverstanden. Harvey kam per Track or Drop sogenannte Topic auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildrand ablegen. Cooler Harvey. Hammer. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Feuer machen, Feuer machen. Das ist sicher lustig. Geil. Aber ich habe kein Feuerzeug. Feuerzeug, Feuerzeug, Feuerzeug. Wie komme ich von dieser Tür weg? Nein. Oh, Schloss. Karton. Tücher. Das Tücher zu meinen. Warum Tücher? Und das Spiel wird gespeichert. Slot 1 und Slot 1000. Yeah. Feuer. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Okay. Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als ich die Hintergründe gezeichnet habe, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch
so ein, naja, ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben, hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war, was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Geil, geschwungen. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Geil, Luft. Ich will die Spinnen nicht stören. Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Ja. Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo? Howie. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Hey, Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee. Aber das Öl ist leer. Nein. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Der alte gute Ofen von der Mama. Marmelade. Marmelade. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Zum Beispiel. Sauna-Klappe? Eine Klinke. Hast du schon die Klinke gedrückt? Natürlich. Langsam glaube ich, dass mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Doch, Tempomorph war eine gute Idee. Ich weiß ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Doch, irgendwie. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Mal gucken. Keine Chance, da bräuchte ich schon den Schlüssel. Löse diese Schraube jetzt, Edna! Alter! Edna! Edna! Mit bloßen Händen? Keine Chance. Natürlich. Die eignet sich primär zum Laubhaken. Und weniger, um feinmechanische Manipulationen zu verrichten. Okay. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Schrauben. Mit bloßen Händen keine Chance. Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Mit bloßen Händen keine Chance. Vielleicht
die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Glas, Farbtöne. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Mann, Harvey! Sieh mal, was in diesem Karton ist! Was denn? Nichts! Reingefallen! Harvey! Hat der Harvey mich verarscht? Der gute alte Ofen. Autsch! Heiß! Haha. Er würde ja doch nicht antworten. Doch! Schande, Schande. Leute, es geht nicht weiter. Ich bin dafür eindeutig nicht gemacht. Warte. Nein, doch nicht. Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich, in diesem Screen sieht man, dass ich, Psst. Sehr interessant. Da wohnen unzählige Spinnen drin. Mal gucken, wie der dir weitergeht. Marmelade, Tücher, Karton, Glas, Farbtöpf. Leute, ich gebe auf. Ich speichere hier erstmal und werde erstmal eine Pause einlegen. Erstmal speichern. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.